das hohe Gericht. Nach eingehender Beratung ist das Gericht mehrheitlich zu folgendem Schluss gekommen. Dem Vertreter der Anklage ist es im Laufe dieser Verhandlung nicht gelungen, der Angeklagten zweifelsfrei nachzuweisen, dass sie die angeklagten Mordversuche begangen hat. Im Namen des Volkes ergeht daher folgendes Urteil. Die Angeklagte wird aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf des versuchten Mordes in 3 Fällen freigesprochen. Eispruch? Das kann nicht sein! Ruhe bitte! Mama, das ist ja Wahnsinn! Aber das kann doch nicht wahr sein! Diese Frau ist eine Mörderin! Das Gericht sieht das anders, nur das zählt! Auch das Gericht kann sich irren! Ruhe, habe ich gesagt! Das ist unmöglich! Das ist ja wohl ein Witz! Wenn hier nicht sofort Ruhe herrscht, dann lass ich den Saal räumen! Das kann nicht sein! Die Freiheitsberaubung zum Nachteil des Felix Saalfeld und seiner Frau Emma, geborene Strobel, hat die Angeklagte eingeräumt. In diesem Punkt wird die Angeklagte für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Die Strafe wird aufgrund der besonderen Umstände nicht zur Bewährung ausgesetzt. Die detaillierte Urteilsbegründung geht den Parteien schriftlich zu. Die Sitzung ist damit geschlossen. Heißt das, dass... Die Zeit in der Untersuchungshaft wird angerechnet. Das ist richtig. Sie sind frei. Sie können gehen. Ich war sicher, wir gewinnen den Prozess. Vor allem nach Dr. Brunners Aussage. Ja, der Einzige, der die Wahrheit über dieses Monster gesagt hat. Dass das Gericht dieser Auffassung nicht gefolgt ist. In einem Rechtsstaat muss die Schuld eines Angeklagten zweifelsfrei erwiesen sein. Sonst ist er frei zu sprechen. Vielleicht könnte man in Berufung gehen. Ja, dazu muss ich erst wissen, wie Frau Strehle ihr Urteil begründet. Dann sehen wir weiter. Ja, es tut mir leid. Ich hätte mir auch ein anderes Urteil gewünscht. Wiedersehen. Tja, Herr Kollege. Gegen den Besten kann man schon mal verlieren, nicht? Ja, aber ich muss in aller Bescheidenheit zugeben, heute habe ich mich selbst übertroffen. Die beisitzenden Richter, die sind ja nie das Problem. Es sind Profis. Die wissen, wann sie jemanden verurteilen können und wann nicht. Die Wackelkandidaten sind immer die Schöffen. Es sind eben Laien, total emotional. Darum habe ich von Anfang an gewusst, dass die Richterin der Knackpunkt ist. Die muss ich kriegen. Wenn die zweifelt, dann kippen die anderen auch. Sie tun gerade so, als wäre das hier ein Fußballspiel, wo es nur ums Gewinnen und Verlieren geht, ne? Worum geht es deiner Meinung nach sonst? Um Gerechtigkeit. Und darum, dass du für deine Taten büßen musst. Ich habe nichts verbrochen. Ich habe nur eine Dummheit begangen. Emma und Felix einzusperren. Ja, die beide fast jämmerlich krepiert werden. Das Gericht hat gerade über meine Schuld befunden. Es ist mir egal, was das Gericht sagt. Es ist falsch, das weiß ich. Du bist eine Mörderin und du wirst für deine Taten zur Verantwortung gezogen. Das schwör ich dir. Willst du mich lynchen? Es gibt nichts, was ich lieber täte. Schwinden Sie, lassen Sie mich raus. Halt dich da raus. Komm raus. Raus mit dir. Robert. Na, wenigstens einer in der Familie, der die Nerven behält, hä? Hm? Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Prozess, der so scheinbar aussichtslos begann und dann so eine spektakuläre Wendung genommen hat, dass der Rechtsgeschichte schreiben wird. Und jetzt bitte ich Sie, meiner Mandantin, die ersten Schritte in die Freiheit zu gestatten, auf die sie so lange warten musste. Und Sie sollten auch nicht vergessen, dass Sie bald Redaktionsschluss haben. Diese Pressemeute, die frisst ja genauso aus der Hand wie die Richterin. Also wenn man bei einer Mandantin wie dir nicht zur Höchstform aufläuft, bei wem denn dann? Was machen wir jetzt? Möchtest du essen gehen oder in eine Bar, ein Gläschen Champagner anstoßen? Was hat dir am meisten gefehlt? Ja,
wir zusammen sein können, ohne Rücksicht auf irgendeinen Justizvollzugsbeamten zu nehmen. Hattest du deine Hände im Spiel beim Tod von Wolfgang von Heidenberg? Ob du das wirklich wissen willst? Ja. Barbara, gib mir deine Hand, so kannst du dich ewig halten! Komm! Ich weiß, wann meine Zeit ist zu gehen. Saalfeld, wollen Sie die hier anwesende Barbara von Heidenberg zu Ihrer Frau nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Frau von Heidenberg, wollen Sie den hier anwesenden Werner Saalfeld zu Ihrem Mann nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Hallo Werner. Was sitzt du hier? Ich wollte dir Verschwinde, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich wollte dir nur was zurückgeben. Mein Mantel? Du solltest dich warm anziehen, jetzt wo ich wieder draußen bin. Warum willst du mir zurückgeben? Ich habe dich geliebt. Ha! Du weißt doch gar nicht, was Liebe ist. Doch. Auf meine Weise. Du warst immer ein ebenbürtiger Partner. Du hast mir nichts geschenkt. Ebenso wenig wie ich dir. Also nimm ihn schon, bevor ich es mir anders überlege. Eines Tages wirst du für deine Taten büßen. Und glaub mir, dieser Tag wird ein Festtag für mich. Sollen wir uns wirklich so verabschieden? Fahr zur Hölle. Das werde ich bestimmt nicht tun. Auf Wiedersehen.